Liebe Wienerinnen und Wiener, geschätzte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, die Bundesregierung plant den EU-Fiskalpakt ohne Volksabstimmung mit einfacher Stimmenmehrheit zu ratifizieren. Dieser EU-Fiskalpakt bringt die weitgehende Entmachtung des Parlaments in Budgetfragen. Damit würden über die Einnahmen und Ausgaben des Staates nicht mehr demokratisch gewählte Institutionen entscheiden, sondern neoliberale Technokraten in der EU-Kommission. Das lassen wir uns nicht gefallen. Dagegen leisten wir Widerstand. Deshalb demonstrieren wir hier. Wir fordern keine Ratifikation des EU-Fiskalpakts ohne Volksabstimmung. Ja, auf die Seiten, ja, auf die Seiten soll ich stehen. Wir haben es geschafft, dass unsere Forderung nach Durchführung einer Volksabstimmung über den EU-Fiskalpakt laut und deutlich in Wien hörbar geworden ist. Hörbar ist es deshalb geworden, weil sich ein Personenkomitee gebildet hat zur Durchsetzung dieser Forderung. Vor wenigen Tagen ist ein Bericht in der Wiener Zeitung erschienen, in dem es geheißen hat, dass in diesem Komitee keine wirklich Prominenten vertreten sind. Das ist richtig. Hier in diesem Komitee findet sich nicht Karl-Heinz Grasser, hier in diesem Komitee findet sich nicht Schicki und Micki, hier in diesem Komitee finden sich Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, Betriebsrätinnen und Betriebsräte, Menschen aus der Zivilgesellschaft, die sich für ihre Mitmenschen engagieren. Die anderen, die werden dann zu hören sein, wenn es wieder bezahlte Kampagnen der Bundesregierung gibt. Hier werden sie nicht zu hören sein. Hier in diesem Komitee sind Leute wie der Stadtrat Andreas Bader, wie der Gemeinderat Rudolf Schober oder der Betriebsratsvorsitzende Norbert Bauer oder die Vertreterin des ATTAC, Elisabeth Glatzer. Ich darf euch jetzt hier noch zu einer Abschlusskundgebung einladen und möchte als erstes den Gerald ersuchen, das Grußwort von Dr. Matthias Lauer, dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Christentum und Sozialdemokratie, vorzulesen. Gerald, bitte. Ja, ich bin ersucht worden vom Matthias Lauer, Bundesvorsitzender der Aktionsgemeinschaft Christentum und Sozialdemokratie, euch Grußworte zu übermitteln. Ich darf das vorlesen. Der sogenannte EU-Fiskalpakt stellt ohne Zweifel einen historischen und negativen Einschnitt in der Geschichte Österreichs und Europas dar. Dieser Vertrag und der geplante sogenannte permanente Rettungsschirm ESM bedeutet eine Festschreibung der überall gescheiterten Austeritätspolitik über alle nationalen Regierungen in der EU. Dieser Vertrag ist ein Frontalangriff auf den Sozialstaat, die Demokratie und die sozialen Rechte, die sich Generationen von Beschäftigten, Erwerbslosen und Frauen erkämpft haben. Herzlichen Dank an Matthias Lauer. Ich werde vielleicht nur eine kurze Nachbemerkung machen. Ich möchte einen Punkt besonders unterstreichen, der mir am Herzen liegt. Es ist tatsächlich so, auch bei uns da und im Personenkomitee gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, was jetzt insgesamt die Europäische Union betrifft. Es gibt Kräfte, die glauben, es geht nach wie vor darum,
eine soziale und demokratische Reform innerhalb der EU durchzusetzen. Es gibt andere, die glauben, dass das nicht mehr möglich ist. Jetzt geht es darum, dass man unabhängig von diesen Unterschieden gemeinsam diesen Fiskalpakt verhindern, der ein großer Angriff auf Sozialstaat und Demokratie ist. Danke. Danke, Gerald. Danke für die Großworte von Dr. Matthias Sauer. Hunderttausende Beschäftigte in der österreichischen Industrie, in der österreichischen Bauwirtschaft sind oder haben migrantischen Hintergrund. Auch ihr Recht über die Einnahmen und Ausgaben des Staates, über die Ausrichtung der Sozial- und Wirtschaftspolitik mitzuentscheiden, wird mit diesem Fiskalpakt beschnitten. Bei uns ist auch Nurei Orhan, Nurei ist Studentin in Wien und in der Migrantinnenorganisation DIDIF organisiert. Nurei, ich ersuche dich um deine Worte, bitte. Danke. Liebe Freunde, ich begrüße euch alle im Namen der DIDIF. Die Folgen der Sparpakete bekommen wir alle langsam, aber doch klar und deutlich zu spüren. Überall wird uns gedroht, unter schlecht bezahlten Bedingungen zu arbeiten, Überstunden zu schieben, unbezahlten Urlaub zu nehmen, sich ja nicht zu beschweren und vieles noch mehr. Aufgrund der Sparpakete wurden unsere Pensionen teilprivatisiert. Und nun schafft man Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten eines nach dem anderen ab. Überall im sozialen Bereich wird eifrig privatisiert und radikal gespart. Alles unter dem Deckmantel der Finanzkrise und Abschaffung des Haushaltsdefizites. Wie viele Sparpakete muss es denn noch geben, um zu kapieren, dass unser Haushaltsdefizit nicht weniger wird, während Milliarden an die Banken fließen? Nicht genug damit soll nun infolge des Fiskalpaktes in Budgetsachen nicht das österreichische Parlament, sondern die EU über unser eigenes Budget entscheiden, da der Sozialstaat nicht mehr leistbar sei. Aber Österreich ist nach der Verfassung ein demokratisches Land. Und solch eine Entscheidung muss einer Volksabstimmung unterworfen werden, um überhaupt ratifiziert zu werden. Denn wir sind das Volk, wir haben sie gewählt. Somit rufen wir als DIDIF alle, egal welche Nationalität, Religion oder Hautfarbe, auf, sich gegen diese Diktatur der Einsparungspolitik und der antidemokratische Durchsetzung des Fiskalpaktes zur Wehr zu setzen und an den weiteren Aktionen und Protesten teilzunehmen. Danke. Danke, Nurei Orhan. Die Bundesregierung hat über Inhalt und Prozedere für den EU-Fiskalpakt kaum informiert. Einer, der sich große Verdienste darum erworben hat, dass über die Pläne zumindest einiges bekannt wird, ist Gerhard Kohlmeier von der Steuerinitiative im ÖGB. Gerhard, darf ich dich um deine Worte ersuchen, bitte. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe einen offenen Brief an die Menschen da drinnen gerichtet, an unsere sogenannten Repräsentanten. Im Artikel 1 unserer Bundesverfassung steht, Österreich ist eine demokratische Republik, gerecht geht vom Volke aus. Was sind das für Repräsentanten da drinnen, die heimlich, still und leise einen Pakt durchwinken wollen durchs Parlament, wahrscheinlich noch mit einfacher Mehrheit, weil sich eine absolute Mehrheit nicht ausgeht, einen Pakt, der gegen die Interessen des Volkes ist, einen Pakt, der im Interesse des Finanzkapitals steckt. Was sind das für Menschen, die noch immer nicht begriffen haben, dass sie Politik zu machen haben im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung und nicht im Interesse einer Minderheit, die ständig reicher wird und die sich ständig auf Kosten der anderen bereichert. Danke, danke Gerhard Kohlmeier. Der EU-Fiskalpakt wird nicht nur Einfluss nehmen auf das Bundesbudget, sondern er wird durchwirken bis auf die Gemeindebudgets.
In einer oberösterreichischen Gemeinde in Alkofen wurde deshalb vor wenigen Wochen eine Resolution mit 2/3 Mehrheit angenommen, mit der eine Volksabstimmung gefordert wird. In Linz, habe ich heute erfahren, wird in wenigen Tagen auch gemeinsam von den Grünen und der KPÖ ein Antrag auf Volksabstimmung in den Gemeinderat eingebracht werden. Bei uns ist die grüne Gemeinderätin aus Neuhofen an der Krems, Karin Kaluper. Karin, warum unterstützt du die Forderung nach Durchführung einer Volksabstimmung über den EU-Fiskalpakt? Ich finde, dass die EU-Wirtschaftspolitik einfach sehr autoritär ist. Die EU-Wirtschaftspolitik ist autoritär und die muss den demokratischen Rechten der Bürger wieder weichen. Danke, Karin. Bei uns ist auch Wolfgang Jürgens ist Bezirksrat in Wien Margareten und Betriebsratsvorsitzender in einem Hotelbetrieb. Wolf, warum unterstützt du die Forderung nach Volksabstimmung? Bitte. Ja, ich kann erklären. Die nächsten 10 bis 20 Jahre werden unschön werden. Ziehen wir uns warm an. Schlafen Sie gut. Gute Nacht. Mit diesen beruhigenden Worten zur Geisterstunde beendete der Moderator Peter Rabel die Club 2-Diskussion mit dem irreführenden Titel Sparen oder Schulden machen, was rettet Europa. Als Margaretener KP-Bezirksrat weiß ich, dass sich in der letzten Kälteperiode hunderte von Menschen im 5. Bezirk warm angezogen haben, weil ihr Geld nur fürs Essen reichte, aber nicht mehr für die Heizung. Verstehen wir die heutige Versammlung als Beginn dieser solidarischen Aufstandsbewegung? Nehmen wir uns in die Pflicht, werden wir dieser historischen Herausforderung gerecht. Glück auf! Danke, Wolfgang. Wir haben auch internationale Gäste hier. Die Frau Sabine Wilks, sie ist Abgeordnete der Deutschen Linkspartei zum Europäischen Parlament. Sabine, darf ich dich um deine Worte ersuchen, bitte. Guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde. Ich freue mich, dass auch in Österreich der Widerstand gegen den Fiskalpakt wächst. Mit dem Fiskalpakt, gekoppelt mit dem EFSM, soll die Umverteilung von unten nach oben als Ordnungsrahmen für die EU festgeschrieben werden. Das deutsche Modell des Lohndumpings auf ganz Europa übertragen werden. Aber der Wettbewerb um die niedrigsten Löhne und die schlechtesten Arbeitsbedingungen wird für alle Beschäftigten und die übergroße Mehrheit der Bevölkerung in soziale Elend führen. Entscheidend wird sein, dass die Menschen selbst aktiv werden und auf die Straße gehen, wie hier heute in Wien. Ich unterstütze eure Initiative für eine volle Volksabstimmung über den EU-Fiskalpakt in Österreich. Ihr seid damit nicht alleine. In Irland wird Ende Mai ein Referendum zum Fiskalpakt stattfinden. Ich werde nächste Woche mit anderen Abgeordneten der Linksfraktion im Europaparlament dort sein und von dieser Kundgebung hier berichten. Vielen Dank. Danke, Sabine Wilks. Es ist schon oft gesagt worden, der Fiskalpakt ist nicht nur eine wirtschaftspolitische Frage, sondern eine enorm demokratiepolitische Frage. Bei uns ist auch Erwin Mayer ist Sprecher von Mehr Demokratie Österreich. Erwin, darf ich dich um deine Worte ersuchen, bitte. Danke, dass ich hier vor euch sprechen kann. Denn es ist tatsächlich so, dass diese Finanzkrise ganz wesentlich auch eine Demokratiekrise ist. Nämlich in welchem Sinn? Ihr kennt Frank Stronach und seinen berühmten Spruch, wer das Gold hat, macht die Regeln. Und genau das ist in der EU und genau das ist sozusagen im weltweiten Finanzsystem und Geldsystem derzeit der Fall. Es machen die falschen Leute die falschen Regeln. Und wenn wir das ändern wollen, dann genügt es nicht nur, dass wir die richtigen Inhalte fordern, sondern wir müssen auch darüber nachdenken, wie die Spielregeln gemacht werden und ob nicht wir, das Volk, selbst die Spielregeln machen sollten. Das heißt, mehr Demokratie
setzt sich eben ganz wesentlich dafür ein, dass wir immer in Volksabstimmungen unsere uns wichtigen Fragen selbst entscheiden können.